Lars, was treibt dich an? Also ich bin wahnsinnig neugierig auf die Bilder, die ich so in Zukunft malen werde. Ich finde, das ist das große Glück, das man hat, wenn man jeden Tag ins Atelier gehen kann und weitermalen kann in seinen Arbeiten. Weil aus einer Arbeit sich die nächste ergibt. Für mich ist künstlerisches Schaffen sowas wie eine Neulandgewinnung. Die Bilder, die ich bereits gemalt habe, sind für mich sowas wie eine Insel, so ein fester Boden, auf dem ich stehe. Und die Herausforderung besteht darin, sich ins offene Meer zu trauen. Deine Malerei nimmt ja direkten Bezug auf Fotografie. Ja, ich beginne mit einem Foto, also genauer. Ich beginne mit einer Folge von Einzelaufnahmen, weil ich ja in Serien arbeite. Ich wähle da Bilder aus, die zueinander in so einer Art Spannungsverhältnis stehen. Das ist ähnlich wie bei der Filmmontage, dass sich dass so zwischen den Einzelbildern etwas Drittes, etwas Imaginäres, ein eigener Gedanke entsteht.